Na gut, also wir haben hier 2085, wir warten noch, bis wir bei 21 sind. Bonifatius. Mhm. Und wir können jetzt Ternate, sind das die hier unten? Tidore, Ternate, wir können denen jetzt den Krieg erklären. Wir haben einen weiteren Diplomaten, sehe ich gerade. Wo kommt der denn jetzt her? Wir sollen Spionagenetzwerke in Europa aufbauen, Amerika kolonisierend, sich alleine, schon deine Manpower für wichtige Kriege. Ja, wir wollen ja Frankreich etwas verkleinern, aber da haben wir momentan noch einen Waffenstillstand, deswegen machen wir da oben nichts. Aber vielleicht werden wir da oben dann weitermachen. Die beiden machen wir jetzt auf alle Fälle noch. Die sind ja schnell getan und die nehmen jetzt auch nicht so viel weg von der Manpower. Gut, da könnte ich die jetzt gar nicht deselektieren, sehe ich gerade. Die bräuchte man nämlich gar nicht. Wir haben noch keinen Kriegsgrund, sehe ich da. Anspruch fingieren, Ternate. So, Tag vergehen lassen und eine Basis in Indien, Bombay-Inseln, wäre eine Mission. Krieg erklären, Eroberung von Ternate bestätigen und rübermarschieren. Und warten. Oh, wir könnten gegen das Osmanische Reich vorgehen. Machen wir momentan natürlich nicht. Ach so, ich soll das Freiheitsstreben nur reduzieren, wenn die über 50% gehen. Nicht vorher, okay. Was, ich bin Leiter der Kurie geworden? Das ist tatsächlich der Fall. Wieso das denn? Haben wir da letztes Mal investiert? Oder haben die anderen nicht investiert? Vielen Dank für den Hinweis. Auf alle Fälle schon mal. Da könnten wir uns wieder Merkantilismus holen. Diplomatische Reputation brauchen wir momentan nicht. Inflation sind wir bei 2,47 und sinkt um 0,03, dann würde ich eher das machen. Dann machen wir das mal mit der Inflationsreduktion. 0,10 ist halt auch sehr wenig. So, wir können hier mal abspalten. Dann geht das etwas schneller. Marschieren hier wieder zurück. Wow, 16.000 brauchen wir da. Oh. Das ist aber schon jetzt ganz schön heftig. Ah, wir haben hier keinen Anführer. Wir haben hier keinen Anführer. Der ist noch immer hier oben zugeteilt. Hallo, Großkreuz. Ich glaube, das war das längste Hallo, das ich bisher im Chat hatte. Dann nehmen wir den mal raus und schicken den hier auf die Insel. Dann hoffe ich, geht es etwas schneller mit der Belagerung. Was schreibst du da, Leo? Diplorep-Kolonien wegen der, hä? Ihr müsst deutsche Sätze sprechen, ich verstehe das nicht. Befestigungsexperte. Da wir uns entschlossen haben, auf eine defensivere Philosophie umzusteigen, steigen nun die Ingenieure normalerweise nicht im Rampenlicht des Militärs in den oberen Rang auf. Es ist ziemlich gut, denke ich. Ja, gut. Die Anstellung dieses Beraters kostet euer Land 50% weniger. Oh, Stufe 2 Militäringenieur. Den schauen wir uns gleich mal an. Momentan haben wir ja nur den Albinism. Das müsste der dann sein, oder? Plus 2. Wobei der hier auch richtig gut wäre mit Unterhalt Armee minus 10% und wir können es uns ja leisten momentan. Dann bekommen wir auch 3 Militärpunkte. Dann nehmen wir vielleicht den Leopold. Wobei der hier wirklich nur 3,27 kostet.
Okay, wir nehmen den Sebastian. Wir nehmen den Sebastian. Wenn er schon angeboten wird, so günstig, so billig, billiges Stück, dann holen wir uns den auch. Und wir haben ein Friedensangebot bekommen. Was? Staatsehe? Ach, von Russland? Ah, okay, natürlich. Staatsehe. Ich soll dir Europa und die Ottomanen zeigen. Du bist ein Grenzfan. Okay, was immer auch ein Grenzfan ist. Erreicht das so? Oh, die sind aber schon jetzt. Huiuiui. Die sind schon sehr groß. Werden die eigentlich mal wieder kleiner auch? Russland ist sowieso komplett außen vor. Da sind wir noch ein kleines gelbes Lichtlein hier in der Welt. Uiuiui, Osmanisches Reich ist ja echt groß. Nimm den für den Unterhalt, schreit der Leo. Ja, da bist du jetzt zu spät dran. Der andere war ja unglaublich günstig. Was? Flaschenkorken? Dank der Entwicklungen in der Flaschenfertigung konnten Weinproduzenten Flaschen in standardisierten Größen herstellen. Dementsprechend konnten sie auch die Nutzung von Flaschenkorken wieder einführen. Dies ist eine viel effizientere Weise, Weinflaschen zu verschließen, als die alten Tuchpropfen. Hierdurch kann Wein nun über viel weitere Entfernungen transportiert werden, als es zuvor als möglich erachtet wurde. Möglicherweise erleben wir nun die Geburt eines weltweiten Weinhandels. Wunderbar, ich mag ja Wein. Eine neue Siedlung. Jawohl. So, jetzt sind wir hier bei 14% gerade mal. Ich will meine Schiffe jetzt hier nicht rausbringen, damit wir hier vielleicht noch die Blockade irgendwie für uns Vorteil bekommen. Sonst werden die hier irgendwie weggeschossen von der Flotte. Und das wollen wir nicht. Ich will aber nicht wechseln, Leon, das passt schon so, weil der andere ist ja der andere Berater, ist halt so unglaublich. Das war der Sebastian, der war so, der ist 3,27 für 2 militärische Punkte. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und der andere kostet für 3 Punkte, kostet irgendwie um die 16 oder 17, auch wenn er den Unterhalt hat, die minus 10%, aber trotzdem. Nee. Korea ist anständig gewachsen. Wo sehe ich den Korea? Oh, hier. Das müsste Korea sein. Ayutthaya. Bin ich hier richtig dran? Ich denke mir, ich quatsche hier oben. Oh, hier oben. Uiuiui. Da steht sie auch dick und fett. Korea. Ui, die haben aber wirklich hier. Ming. Das Ming-Reich müsste eigentlich China, das heutige China dann sein, oder? Und wir haben gewonnen, wir verhandeln. Es gibt nur eine Alternative, um zu verhandeln. Oh, Geld gibt es auch nochmal viel. 280 Goldstücke. Her damit. Sehr schön. Da machen wir gleich eine Kernprovinz aus diesem schönen Dörflein und wir ziehen hier unseren Spion wieder ab und machen hier nochmal. Oh, nee, Quatsch, jetzt habe ich ihn irgendwo anders abgezogen. Hä? Wo war der? Doch. Der hier ist Lope Pons. Ach, der ist in Miami. Genau, nee, passt. Und der andere war ja hier unten. Okay, alles klar. Aber wir können noch keinen Diplomaten entsenden, weil die erst nach Hause kommen müssen. Ich habe es gespannt, Drache Gamer. Das war nicht Korea, das unten. Aber da sieht man mal wieder die ganzen Defizite, die man hat bei der Welterkundung. Gar nicht so einfach. Aber ich finde es auch super, weil man lernt wirklich viel auch beim Spielen jetzt. Vor allem was so die Locations angeht. Wo was liegt und so weiter. Ich werde dann ja auch gleich immer geschimpft, wenn ich irgendwo falsch hindeute. Aber es ist richtig, richtig fein, wie ich finde. Erobere bitte, bitte, bitte. Indien bringt ja auch viele Händler.
Okay, Indien steht momentan gar nicht auf unserer Liste. Das tut mir leid. Großkreuz hat das Prinzip und die Funktion der Institutionen verstanden. Eigentlich halt wieder nur so ein, die Institutionen sind doch eigentlich nur wieder, damit wir Boni bekommen. Können wir eigentlich hier schon? Nö, ist noch nichts. Manufakturen ist noch gar nichts da. So, Diplomaten in unseren Kolonien in der neuen Welt berichten von Unruhen entlang der Grenze. Spanisch La Plata, Freiheitsstreben. Oder die Meinung über Spanien ändert sich um minus 25 beim Inka-Reich. Machen wir natürlich, weil mir das Inka-Reich herzlich egal ist. So, wir ziehen euch. Wer Hispaniola de Tollfuß erklärt Muisca den Krieg? Das ist schön, dann breiten die sich ein bisschen aus. Nehmen uns das Ganze ab und wir können Handelidee nochmal wählen. Das wir auch machen. Und zwar bekommen wir Reichweite Handel plus 25. Naja, brauchen wir momentan nicht wirklich. Erlaubt es uns, auf all die Händler zurückzugreifen, die sich auf der Suche nach Ruhm und Reichtum befinden. Diese Händler bieten uns voller Eifer ihre Hilfe bei der Suche nach neuen Handelsrouten an. Ich soll bei den Statistiken die strategischen Güter anzeigen. Bei den Statistiken hier unten meinst du? Und was die strategischen Güter? Okay, und was willst du jetzt hier wissen? Wie viele Anteile an der weltweiten Produktion dir gehören? Wo sehen wir denn das? Das müssen wir ja irgendwie nach Land sortieren können. Oder sehen wir das? Das sehen wir eigentlich nur hier. 1, 2, 3. Ja, und hier, die gehören ja auch eigentlich zu uns. Da sind wir doch gut dabei, oder? Würde ich mal sagen. Fabriken soll ich auch noch bauen, das schreibt der Kaschnik. Was wir alles machen müssen, Mensch. Machen wir gleich, wir nehmen nur noch kurz diese kleine Insel hier ein. Wir haben jetzt hier. Wie lange dauert es denn hier? Prozent haben wir hier. Gut, also dann erklären wir hier mal Krieg. Oh, wir haben noch keinen, dass ich das immer vergesse. Jedes Mal, wir haben noch... Hä? Ist doch schon 20. Oh, die ist wieder gefallen, wirklich. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Oh, jetzt müssen wir nochmal einen herschicken. Jetzt sind wir wieder bei 19. Ich kann nach Anteil sortieren. Okay, das musst du jetzt mir nochmal sagen. Wo kann ich denn hier nach Anteil sortieren? Hier nach Marktanteil. Aber das heißt ja nur, Marktanteil heißt ja... Ach so, Moment. Hä? Da ist jetzt auch Ming zum Beispiel mit dazwischen. Das heißt ja nur, Marktanteil von Kakao ist jetzt 35%. Vom Welthandel wahrscheinlich. Und Tabak ist 32. Und da sind wir, schaut euch das mal an, da sind wir führend. Das ist ja unglaublich gut. Wir sind gut mit dabei. Das habt ihr gut gemacht, Chat. Alle, die im Chat sind, kriegen jetzt ein Lob von mir. So, Bürgerkrieg irgendwo. Und jetzt können wir hoffentlich hier Anspruch fingieren. Jawohl, die Dore. Und wir erklären den Krieg, Eroberung. Bestätigen, marschieren hier eiskalt drüber und auch nicht. Hä? Ich kann hier gar nicht landen. Besitzt Fort in der Hauptstadt, verfügt über voll instand gehaltenes Fort.
Wie jetzt? Ich kann hier... Ja, ich kann hier gar nicht landen, außer da muss ich meine Schiffe wieder rausfahren. Wenn ich meine Schiffe rausfahre, na gut, der hat hier nur zwei Schiffe. Aber das habe ich ja auch noch nicht erlebt, dass ich hier jetzt nicht rüberlaufen kann. Ha. Das ist ja jetzt komisch, Mensch. Ich dachte, ich kann... der hat ja jetzt nur eine Provinz. Und die kann ich nicht... Ja, auf dem Fußmarsch einnehmen. Das ist ja komisch. Ja gut, aber dann hilft sowieso nichts. Dann müssen wir hier rausfahren. Beziehungsweise hier mal anlanden. Wahnsinn, das ist ja seltsam. Ja, dann gibt es jetzt hier was auf die Mütze. Ich hoffe, wir verlieren keine Schiffe. Nee. Die Schiffe hier, die haben den Weg blockiert. Ah, das muss man ja auch mal wissen erst. Ach so, die haben das blockiert. Na gut. Das ist gut zu wissen, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und wenn wir hier sind, dann müssten wir auch dann bei der Belagerung wieder einen Bonus bekommen mit unseren Schiffen. Händlerabwanderung. Oh, Handelseinfluss Inland minus 33% für 2 Jahre. Und wir sind im Minus. Wieso sind wir denn jetzt auf einmal im Minus? Was ist da denn los? Weil die Burgen hochgefahren sind. Hallo? Marschiert ihr hier rüber? Schneller! Kolonialabenteuer. Wir machen das natürlich wieder in Seestreitmacht investieren. Weil die Kosten dann etwas fallen bei den diplomatischen Technologien. Und das ist immer gut. Lassen wir mal kurz kämpfen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier einen Bonus... Jetzt sind wir nämlich hier auf 0 statt auf minus 2. Sehr gut. Und jetzt muss ich nochmal hier was prüfen. Und zwar... Nukunu. Nukunu haben wir ja schon mal angeschaut. Nukunu ist hier drüben. Oh, das könnte man sogar. Sehr gut. Das könnte man sogar als Mission da machen. Gibt als Belohnung Chance Kolonisten plus 5 und Koloniewachstum plus 25 oder eine Basis in Indien, Bombay-Inseln. Bombay. 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 Bomba, Golf von Bomba. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wo die sind. Deshalb nehmen wir kolonisiert Nukunu. Das heißt, wir ziehen unseren Kolonisten ab, der hier irgendwo oben ist. Hier zum Beispiel ist einer. Ist eigentlich egal, welchen wir abziehen. Nicht aufgeben. Ich kann den gar nicht abziehen. Okay, wieso kann ich den jetzt nicht abziehen? Das hat doch bei den anderen auch geklappt. Ah, jetzt geht's. Hä? Was ist denn das für eine Anzeige dann? Gut, also wir ziehen hier mal einen ab und setzen den hier unten rein. Krankheiten. Wir verlieren 40 Dukaten. Können wir uns leisten. Die Bombay-Inseln sind ein Gebiet, keine Provinz. Aha. Die Frage ist, wo finde ich die denn dann? Das ist dann die Frage. Gut, dann holen wir den hier auch nochmal zurück, setzen den dann hier hoch. Und wir haben doch hier auch noch irgendwo einen, genau. Hier auch.
Dann machen wir hier auch nochmal alles gelb, Mensch. Gell? Bevor hier der Osmane meint, er muss sich hier breit machen. So, jetzt sind wir hier schon bei 57%, das passt. Ah, noch eine Runde. Ach, weil wir zu viel Kolonien haben und deshalb verlieren wir Geld, das wäre natürlich blöd. Jetzt, wo ich so viel Kolonien uns hole. Brunei hat sich einer Koalition gegen uns angeschlossen. Und die Belagerung ist gewonnen. Dann machen wir hier Schluss. Gut. Und dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wir fahren hier mal wieder in den Hafen zurück. Legen die still. Halten uns hier mal bereit, falls noch irgendwelche Schwierigkeiten auftreten sollen. Aber soll es jetzt hier erstmal alles gewesen sein. Und wir schauen mal hier. Minus 7 machen wir momentan. Wir fahren auf alle Fälle die Burgen wieder runter. Vielleicht kommen wir dann schon einigermaßen ins Plus. Jawohl. Jetzt plus 250. What the fuck? Aktualisiert sich das, ne? Unsere Kolonie wurde vom römischen Fieber heimgesucht. Da können wir wieder beten, oder? unter Quarantäne oder... Nee, wir legen die unter Quarantäne. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt haben wir plus 7. Haben wir jetzt. Okay. Passt soweit. Dann halten wir uns, jetzt momentan die Füße still, würde ich sagen. Dann halten wir momentan die Füße still, bis wir wieder etwas ins Plus kommen. Außerdem vergeht dann etwas Zeit hier oben auch. Und wir nähern uns den 1821 mit flotten Schritten, würde ich sagen. Nehmen wir den Anführer raus, das ist auch okay. Hier unten der Wirt kolonisiert, das ist schön. Ist da die Mission jetzt schon abgeschlossen? Nein. Ist im Besitz von Spanien, Koloniebevölkerung mindestens 400. Religiöse Einflüsse. Lasst sie in Ruhe. Oh, die Religion in Kendari ist nun katholisch. Das machen wir natürlich. Überall soll katholisch werden. Und wir können eine neue Idee wählen. Und jetzt können wir auch hier oben fertig machen. Wir haben hier plus 35, plus 35, plus 40. Das heißt, expansionistisch. Next Idee ist ein zusätzlicher Diplomat. Nee. Geht's denn hier? Hä? Ach, die haben wir ja schon abgeschlossen. Offensive Ideen, das ist das Wichtigste. Feuerarmee-Anführer plus 1, naja. Eine Stärke unserer Armee besteht im Einsatz massiver Feuerkraft zur Stärkung des Feindes, dem wir im Anschluss daran den Gnadenstoß versetzen können. Unseren Kommandanten wird dies bewusst sein. Ach, die 250 ist deshalb angezeigt worden, schreibt der Kaschnik gerade, weil wir die 250 von den Friedensverhandlungen in diesem Monat mit dazu bekommen haben. Deswegen ist das da angezeigt worden. Und wir können schon wieder eine Idee wählen. Jetzt können wir endlich in die expansionistische. Da haben wir ja die doch noch nicht fertig. Auch erkennbar an dem Glühbirnen-Symbol. Hätte mir ja gleich auffallen können. Wir bekommen nochmal einen Diplomaten. Die Expansion unserer Grenzen muss Hand in Hand mit der Expansion unserer diplomatischen Reichweite erfolgen. Wir müssen sicherstellen, dass unser diplomatischer Dienst genug Personal hat. Wir können dich wieder abziehen. Wobei, in Miami können wir lassen. Vielleicht machen wir ja hier noch weiter. Ich würde hoffen, dass er hier vielleicht sich Miami mal schnappen würde. Oder hier, Penacook. Aber da will er offenbar nicht. Ja, vielleicht habt ihr recht, vielleicht sollte man einfach die Kolonien mal sich selbst überlassen, wobei das ja nicht für hier unten gilt, ne? Was ist das hier? Unabhängigkeit unterstützen aus Französisch La Plata. Okay, jetzt Moment mal, Französisch La Plata, da haben wir ja hier unten.
bittet darum, dass wir ihre Unabhängigkeit unterstützen. Das bedeutet, dass wir in den Krieg gerufen werden, sollten sie einen Befreiungskrieg starten. Nehmen sie an. Sollen wir das machen? Gegen Frankreich. Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil wenn die unabhängig werden würden, dann könnten wir sie schneller schnappen. Später. Portugal, ne? Du nährst mich ja auch schon wieder hier. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich soll es nicht machen, sagt der Kastik. Wieso denn nicht? Ich warte noch kurz, ob ich irgendwelche Rückmeldungen erhalte von euch. Das wäre halt... Ich hätte jetzt eigentlich schon gesagt. Da haben wir Frankreich. Frankreich ist verbündet mit Brandenburg, Oldenburg, Schweden, Schweiz, Urbino und Venedig. Es geht so. Oder wir attackieren Frankreich, wenn der Befreiungskrieg startet. Könnte man ja auch machen. Na gut, ich höre nichts mehr im Chat oder sehe nichts mehr, also dann lehnen wir mal ab. Ich vertraue da jetzt mal auf euch. Kaum klicke ich auf Ablehnen, kommt ein weiterer Eintrag von Großkreuz. Mach, dann kannst du dir was vom französischen Kernland schnappen. Eieiei. So, Ternat ist Kernprovinz geworden. Die werden natürlich gleich mal konvertiert hier. Kaschnik schreibt, wenn du Frankreich restlos annektierst, bekommst du die für gratis. Ja gut, aber machen wir denn, wir annektieren die doch nicht. Können wir denn die vassalisieren? Nee, können wir nicht. Gut, ja, jetzt ist die Frage, was soll man als nächstes machen? Soll man mit Frankreich was anfangen? Oder sollen wir hier mit den Kolonien weitermachen? Ihr habt ja vorhin gerade geschrieben, dass die Kolonien jetzt recht teuer sind. Und wir haben jetzt wirklich nur noch plus 7. Das ist schon relativ wenig, würde ich sagen. Ah ja, Mann, ich dödel. Ah, an das habe ich gar nicht mehr gedacht. Ah, ich dödel. Natürlich, natürlich. Wir haben ja jetzt 76 Gold stecken wir in die Kolonisierung. Oh, an die Kosten habe ich gar nicht mehr gedacht. Ah, richtig, wir haben ja jetzt, sehen wir irgendwo den Status, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kolonien laufen. Huiuiuiui, das habe ich nicht bedacht. Na gut, dann lassen wir die Kolonien erstmal fertig werden und sobald das fertig ist, kümmern wir uns wieder um die Expansion, oder? Staatsehe aus Russland, na klar, sehr gern. Provinzverbesserungen können wir noch bauen. Geben wir da noch ein bisschen Geld aus. Ach so, also Kaschnik schreibt nochmal, es ist besser, wenn wir quasi den Krieg anführen, weil der Computer ziemlich schlecht ist, um es mal schön zu umschreiben. Unzufriedenheit der religiösen Führer. Stand, Klerus verliert Loyalität, das können wir uns leisten. Papsteinfluss braucht kein Mensch. So, da sind wir jetzt hier. Was ist denn jetzt? Wir können unseren Regierungsrang erhöhen. Was ist das denn? Ist das da hier? Ne, Regierungsrang erhöhen. Okay, dann musst du mir aber auch sagen, wo. Ihr könnt euren Regierungsrang erhöhen. Ja. Das sind die Modifikatoren. Okay. Oh, hier. Regierungsrang aufwerten. Unser derzeitiger Regierungsrang ist Königreich. Klickt und erhöht euren Regierungsrang auf Kaiserreich. Hohoho. Ihr erhaltet 25 Prestige. Erreicht eine iberische Kulturunion. Die drei Regierungsränge sind Herzogtum, Königreich und Kaiserreich. Regierungen höheren Rangs genießen bessere Boni und verringern die Anzahl der Jahre, die ihr warten müsst, um euren nationalen Schwerpunkt zu ändern. Ja, das machen wir doch, oder? Hat das irgendwelche Nachteile, wenn wir hier zum Kaiserreich aufsteigen? Das wäre ja richtig cool.
Hier haben wir noch 70% Rebellenfraktion. Ja, kein Problem. Über Tee und Zucker. Nachfrage Tee und Zucker ist gesteigert. Wie sieht es denn mit unserer Armee aus? Wir haben 101 von 122. Dann rüsten wir hier gleich mal auf. Wir können ja unsere Armee momentan auch runterfahren. Die brauchen wir aktuell nicht. Aber wir rüsten mal hier auf. Wir haben jetzt 10. Und wie viel haben wir Platz noch? 111. Dann können wir nochmal 11 dazu nehmen. All hail Kaiser Tollfuß, das gefällt mir. Jawohl, hat nur Vorteile, schreibt der Kaschnick. Dann machen wir das.